Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 24 von Transportfieber 2. Hier unten fährt unser Zug, der leider dann dieses Ziel favorisierte und nicht da so gemacht hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir da weiterkommen. Wir haben ja da eine Ladung jetzt drinne, die jetzt leider hier nicht gegeben ist. Das heißt, eigentlich sollte er erst nach oben fahren, hat er nicht getan. Ich hätte das Ding natürlich zum Depot schicken können und dann weitermachen, dann hätte es vielleicht geklappt. Aber naja, jetzt ist so. Da müssen wir weiterschauen, wie wir da weiterkommen. Wir haben ja hier hinten noch zwei Linien angeschlossen mit nur einem Fahrzeug. Da werden wir dann auch gucken müssen, dass wir da vielleicht das ein oder andere mehr drauf machen, damit das besser fruchtet, ne? Hier ist noch einer, ne? Genau. Das machen wir alles nach dem Intro. Bis gleich. So, dann also gucken wir mal gerade hier. Das ist Linien 28, dann müsste das 27 sein. Okay, und da sind keine Fahrzeuge drauf sozusagen. Doch sind welche drauf, aber zu wenig. Das müssen wir dann gucken, dass das mehr werden. Und die kommen von hier wohl dann, ne? Dann müssen wir gucken, wo sind die denn hier? Hier liegt noch nichts. Zug kommt jetzt an und hat natürlich noch nichts mit. Ist auch schlecht. Das heißt, wir warten das erst noch ein bisschen ab, bis das alles so geklappt hat, wie wir wollen. Aber wir können natürlich hier in dieser Stadt, wir haben ja jetzt hier tatsächlich nur ein Dingens, ne? Ein Güterbahnhof, den könnten wir ja jetzt mal ausbauen, oder? Wir haben 660.000. Wir haben hier Zug. Wir haben hier Gleise. Wenn wir das jetzt hier mal so neben machen, ne? Dann funktioniert das doch erstmal, oder? Kostet uns 30.000. Das ist schon mal okay. Oh, erstmal nicht möglich. Ja, gut, das ist nicht schlimm. Dann lass das erstmal so. Und jetzt müssen wir ans Gebäude. Ist das so richtig? Nee, das ist da falsch. Warte mal, dann mach das mal zu. Wir müssen nicht dahin, wir müssen hier hin. Dann konfigurieren. Dann Plattform auswählen und dann Passagierplattform. Und die müssen wir dann hier andocken. Und jetzt geht das nicht mehr, oder was? Warum will er denn jetzt hier keinen Ding ins Gleis da machen? Weil ich das hier mitmachen hätte müssen, oder was? Das kann natürlich sein, das heißt, Bagger raus, abreißen. Ist ja wieder gut geklappt dann, ne? Aber wir kriegen ja ein bisschen Geld davon wieder, es wird wahrscheinlich auch nicht ganz so wenig sein. Na, das ist ja ein richtig cooles Tool zum Abbauen, oder? Jetzt sag nicht, hier sind immer noch welche zwischen, ey. So, jetzt sieht es so aus, als ob alles weg ist, ne? Gut, jetzt konfigurieren wir den Bahnhof nochmal. Suchen uns da noch ein Gleis aus. Das dann da auch so hingeht, ne? Wunderbar. So, dann suchen wir uns eine Plattform aus, die dann da auch hingeht. Und das ist dann jetzt die Personenplattform. Zack, zack, zack und zack. So, und siehe da, jetzt können da auch Passagiere befördert werden. Jetzt bin ich gespannt, ob das dann auch passiert. Das ist nämlich noch ganz entscheidend. Diese Häuser sind jetzt da dran, allerdings ja, nicht so dolle, ne? Jetzt müssten wir natürlich hier diese Linie einkürzen oder wegnehmen, die da schon läuft, ne? Weil die bräuchte man jetzt tatsächlich nicht mehr dann, ne? Ich glaube, die fahren hier los, ne? Blumenstraße, Linie 21, was befördern die denn? Also hier sind jetzt sechs Passagiere, ne, die fahren woanders hin. Das ist ein privates Fahrzeug wohl, das auch. Naja, der Zug ist jetzt schon mal hier, das ist schon mal etwas, ne? Jetzt müsste man mal gucken. Ja, Pellington, Neuendorf, Begnimek geht auch, okay. Aber da ist jetzt noch keiner da. Jetzt wäre auch noch die Frage, ob hier sowas steht, weil da fährt er ja auch hin. Nee, da steht das nicht, Niemek. Hier stehen aber 76 Passagiere schon mal. Das ist schon mal eine Hausnummer, ne? Der fährt jetzt aber hier rein, ne? Mit den 24, die da hinten irgendwo hin müssen. Jetzt holt er hier aber wohl noch welche ab.
Ja, die werden noch ein paar einsteigen, aber wir werden nicht alle einsteigen können, weil, ne, hat gut geklappt. Gut, ist halt so. Können wir gerade nicht ändern. So, wir müssen aber jetzt hier nochmal drüber nachdenken. Dieser Bus hier, der muss ja dann da gar nicht mehr fahren, ne? Der hat jetzt 8 Passagiere. Und Linie 13 ist von da nach da. Das ist Nemeck hier, ne, oder? Ja, und das da hinten ist Blumenstraße in Hallendorf. So, das bedeutet, da haben wir ja gerade eine Zuglinie gemacht, ne? Das würde bedeuten, das ist jetzt nicht mehr nötig. Ja, müssen wir mal gerade überlegen, wenn wir das hier weitermachen, weil dann können wir ja hier noch eine Bushaltestelle vielleicht machen. Das ist komplett abgedeckt im Prinzip. Ja, sieht so aus, dass alles dabei ist. Dann müssen wir hier am Bahnhof noch was machen. So, hier müsste dann eine Bushaltestelle nur hin, ne? Gebäude. Ne, das ist es hier, ne? Die müssen dann da abgeholt werden, die Leute, ne? Ja, der Bahnhof hat ja nicht so eine große Reichweite. Dann würde ich das jetzt so machen. Hoffen, dass das so passt. Dann müssen wir jetzt die Linie, was war das, 13? Ja, Linie 13 müssen wir ja Linie verwalten machen. Waren da jetzt welche drin hier? Ja, 7 von 8. Das so klappt. Halt hinzufügen. Den da. Fährt er zu, von der Blumenstraße, fährt er jetzt dann zur Burgstraße und dann zur Bachstraße. Und dann von der Bachstraße sollte er wieder zur Burgstraße fahren. Haltestelle per Klick hinzufügen. Was ist der Unterschied? So. So ist erstmal gut, oder? Und dann weiter gucken. Und wenn die jetzt dann hier so fahren, wie ich das gerade gesagt habe, da ist einer. Wo fährt er denn hin? Der fährt jetzt zur Burgstraße mit 8 Passagieren. Und dann müssen wir gucken, wenn er da ankommt, ne? Was da passiert. Wo ist der Dampflokzug? Der ist voll geladen und fährt jetzt da ein. Okay. Wir müssen jetzt aber erst noch wieder mit dem Bus hier zugange kommen, weil das interessiert uns ja jetzt. Weil der fährt ja jetzt zur Burgstraße. Da wird keiner aussteigen, gehe ich von aus. Nichts wartend ist schon mal richtig. Weil eigentlich ist ja keiner hier. Diese, aber die machen ja nur, die wollen ja nur Güter haben und wollen keine Personen haben, oder? So, ich lasse ihn mal schneller fahren, damit das was wird, ne? So, jetzt gucken wir uns den an hier mit. Ja, der dreht ganz schön langsam da. So, der hält jetzt hier an, aber da wird jetzt niemand aussteigen, oder? Nein. Steigt doch niemand ein. Er hat eine kurze Wartezeit und fährt dann weiter. Das ist alles richtig. Hier stehen sie auf Linie 13 mit 8 Passagieren. Bin ich gespannt, was er damit macht. Also der lädt die hoffentlich alle ein. Das muss ja auch so sein. Stehen sogar 9. Das heißt, einer bleibt über, zweier bleiben über sogar, weil 10 da sind. Gut, das passt soweit. Jetzt dreht er um und fährt zum Bahnhof. Jetzt bin ich gespannt, was am Bahnhof passiert. Ein bisschen schneller gerade noch, bis er da rum ist. So, was passiert jetzt hier am Bahnhof? Steigen welche aus oder nicht? Wohl nicht. Also Zug ist jetzt hier nicht angenommen.
Also umsteigen haben die keinen Bock drauf. Hier sind auch 8 drin. Wir stehen jetzt hier 4. Lass mal schneller laufen. Warte mal, ich muss den wieder erst haben. So, da waren die 8, da steigt hier keiner aus, gehe ich von aus. Ne, neues Flugzeug gibt's. Jetzt fährt er weiter zur Bushaltestelle. Da werden vielleicht nicht alle da sein, weiß ich nicht, müssen wir gucken. Aber doch, steigen 8 Stück ein. Oh, hier ist einer generiert. Einer ist da, aber hier ist keiner, ne? Ne. Und der will via Blumenstraße fahren. So, da sind 8 drin und da kann nichts passieren, ne? Oder steigen sie jetzt doch aus und wollen mit dem Zug fahren? Weiß ich nicht. Oh, da muss einer ausgestiegen sein. Das Mannequin ist weg. Hier ist niemand und da ist zwar jemand ausgestiegen, aber der ist nicht zum Bahnhof rübergelaufen, ne? Okay, unser Zug ist da. Hat 4 Eisenteile. Stahl ist es. 4-mal Stahl dabei. Mehr nicht. Schade. Und Passagiere sind gar keine drin. Obwohl hier ein Passagierbahnhof ist, ne? Hier steht jetzt tatsächlich wieder einer. Okay. Der will zur Bachstraße. Die ist hier, ne? Ja, der will dahin. Okay. Da wartet nichts und hier sind jetzt die Dingens angekommen. Die Stahlteile. Die dann jetzt hier liegen, ne? Wo unsere LKWs dann da hin und her fahren und die dann zu den beiden anderen Orten bringen. Zu Linie 27 ein Teil und zu Linie 28 drei Teile, okay. So, er ist voll geladen, achte. Der eine wollte ja zur Bachstraße. Aber der will auch immer noch zur Bachstraße, weil, ne? Aha, neue Güter in Leitzkau. Diese Päckchen. Und da nochmal auch Steine. Material hier zum Bauen. Also was mich jetzt irritiert ist, dass der hier nicht darüber geht zum Beispiel. Oder dass da keine rübergehen und da mitfahren. So, der kann nicht mitfahren. Da wartet nichts. Und der wartet immer noch auf die Blumenstraße. Und einer will jetzt auch zur Bachstraße, okay? Aber niemand will mit dem Zug fahren. Das ist schon komisch, ne? Der Zug habe ich jetzt nicht erwischt. Jetzt aber. Ist wieder voll geladen mit 34 Passagieren. Möchte denn irgendeiner nach Neuendorf? Nö. Macht da irgendwie nicht, ne? Hatten wir das nicht schon mal? Komisch. Komisch. Das hatten wir da oben schon mal, dass da was nicht passte mit dem Bahnhof, wenn man den erweitert, ne? Da schnallt das Spiel irgendwie nicht, oder wie war das? Kann das sein? Oder müssen wir da jetzt hier noch das Gleis anschließen dann? Kosten ganz schön viel Geld dann, ne? So, wer ist dann angeschlossen, ne? Fast so, ne, oder? Ja. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Vielleicht hat einer eine Idee, was da Sache ist. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Da kommt wieder ein Bus gefahren. An der Haustür geklingelt gerade.
Linie 13 hat wieder 9 Fahrgäste. Hier stehen aber Zweier nach Blumenstraße. Der andere ist weg. Und hier steht niemand, weil niemand diese hier rüberläuft und damit fährt keiner nach da. Weil diese wäre jetzt wichtig, dass die nach da fahren. Und das ist in dem Spiel wohl nicht vorgesehen, ne? Oder wie sehe ich das? Doch, das ist eigentlich so vorgesehen. Gut, wie viel Geld haben wir? 1,3 Millionen. Was sagt er mir hier? Warnung, Fahrzeug melden folgende Probleme. Zug 1. Oh. Da hat es uns irgendwie erwischt am Ziel hier. Die stehen gegeneinander. Wahrscheinlich. Genau so ist es. Oh. Das heißt, mach mal den hier zurückfahren. Wenden. Ah, das ist hier mit den Gleisen so, oder was, ne? Jetzt fährt er da erst raus und der andere fährt dann da rein. Und wenn der reinfährt, können wir den anderen wieder wenden. So. Das sollte dann klappen. Das ist der Güter, ne? Ja. So, jetzt müssen wir hier mal gerade schauen. Da ist, passt ja dann auch was nicht, oder? Aber hier ist richtig mit dem Bahnhof. Ah, da kann ich nichts hinbauen. Schade, ne? Aber da wird es gehen. Da müsste man jetzt überlegen, dass der eine Zug dann immer schön da lang fährt, während der andere Zug da lang fährt, oder? Wie machen wir das am schlauesten? Warte mal, da müssen wir den mal raussuchen. Das ist Linie 4. Linie 4 war Walten. Leitzgau ist das nicht. Pelling ist das. Und Pelling soll er dann auf Gleis 2 fahren. Ich hoffe, dass so richtig ist. Okay, der fährt jetzt nicht raus, oder was? Keine Ahnung, das ist schon mal gut. Warum fährt der jetzt nicht? Weil hier einer vorgefahren ist, oder was? Ach so, nee, die Strecke ist noch nicht frei, weil der noch nicht weit genug weg ist. Auch interessant. Gut, dann wird es gleich sein, wenn er an irgendeinem Signal da vorbei ist, wird es dann klappen, oder? Hoffe ich. Das ist gerade eine teure Aktion hier, oder? Obwohl 1,9 Millionen, wir können schon Kredit wieder was abbezahlen, das sollten wir tun. Gut, was passiert denn jetzt mit dem Zug hier? Fährt er oder fährt er nicht? Er muss erst hinter dem Signal wahrscheinlich sein. Dann fährt er erst. So, jetzt könnte er aber hier fahren, ne? Oder? Warte auf freie Wege. Ah, jetzt fährt er. Der muss erst hinter dem Signal da hinten sein. Tendenziell müssten wir eigentlich jetzt schauen, dass wir hier das zweite Gleis einfach geradeaus weiterziehen, ne? Wir haben ja ein bisschen Geld auf der Kante. Vielleicht sollten wir das mal tun, oder? Okay, ich sehe gerade, das ist jetzt gerade mal nicht mehr so leicht zu machen, ne? Vielleicht müssen wir dann doch hier was erst wegreißen. Das haben wir jetzt weggerissen. Jetzt müssen wir das wieder hinmachen. Was ist das denn? Höchstgeschwindigkeit, Spezialgleise für höhere Geschwindigkeiten. Kann man auch sehen, wie schnell das hier ist? Sieht hier nirgendwo was, oder? Standardgleise mit begrenzter Geschwindigkeit. Ja, keine Ahnung. Krümmung zu groß, also dann nicht.
Auch nicht. So geht's. Geht's dann auch so? Krümmung zu groß, Bau nicht möglich. Oh, da war sie. Zack und passt. Okay, das hat geklappt. Welche Signale stehen denn hier? Okay, so eins. Und da steht das hoffentlich auch irgendwo. Das heißt, wir machen das jetzt hier mal gerade weiter. Mit dem Gleis machen wir da einfach nebenher. Okay. Das ist schon mal gut so, oder? Und da müssen wir nach da fahren und dann nach darüber. Passt, oder? Da hätten wir vielleicht ein bisschen länger machen müssen noch, ne? Das wäre vielleicht idealer gewesen. Dann reißt das letzte Stück noch gerade da weg. Okay. Nochmal Gleis, nochmal das. Und bring das mal nach da. Auch nicht möglich. Gut, dann nicht. Oh, da gibt es aber viele neue Sachen. 7 Millionen Zug, wow. Aber hier der rote Pfeil hier, der ist mit 2,7 ja gar nicht so teuer, ne? Okay. Wieso ist da der Bau jetzt nicht möglich, ne? Und jetzt muss ich hier, glaube, kann ich das irgendwie anklicken? Doppelkreuzungsweiche, ja. So, das heißt, der kann da lang fahren. Und hier. Ja, passt so. Jetzt brauchen wir noch ein Signal dazu. Da sind Signale. Wahlweise als Einbahnsignal. Ja, so, ne? Und so ist auch richtig, ne? Dann müsste das doch passend sein, oder? So und so passt's auch. Und da brauchen wir, glaube ich, nichts setzen dann, ne? Oder? So, haben wir das erst. Gucken wir hier rein. 95 auf Linie 6, ey. Da passiert nichts, weil der Zug zu weit weg ist. Wir haben gerade nicht so viel Geld, um das zu ändern. Dann müssten wir wieder einen großen Kredit aufnehmen, sozusagen. Ja, und wie viel sind hier drinne? Keine Passagiere, kein Eisen und das ist schlecht. Warum ist da kein Eisen drin und so? Hier steht auch niemand, ne? Linie 13 ist voll. Linie 13 hatte ich auch noch zwei übergelassen. Ja, das müsste jetzt ein Umsteiger sein. Ich weiß nicht, ob ich die Linie wegnehmen soll. Naja, aber ich glaube, die Folge ist schon ziemlich lang. Da machen wir erstmal was anderes raus und gucken, dass wir zum Beispiel dieses Fahrzeug jetzt hier mal trennen, erneuern. Ersetze gewähltes Fahrzeug, genau. Dann haben wir diesen hier, 11 Kapazität. Kostet uns 118.009. Ja, komm, wir machen das schon so mit dem da. Bus-LKW nicht kompatibel, wieso das denn nicht? Ach, das ist hier ein Dingens, ah. Das ist ein Transportwagen, sehe ich gerade. Das ist ja was ganz anderes, ne? Ja, jetzt ist die Frage, was der transportiert auf der Linie, ne? Kann ich das hier sehen? Ah, Stahl bringt er durch die Gegend. Planen-LKW, der müsste Stahl können, ne? Ja. Ersetzen wir den.
Genau, der fährt vielleicht auch ein bisschen schneller. Und dann haben wir kein Geld mehr. Okay, dann müssen wir das in der nächsten Folge machen. Müssen wir mal schauen, wie das weitergeht, ne? Zug ist hier, fährt leer da durch die Gegend. Das ist jetzt nicht so berauschend, weil der fährt hier auch eine ganze Ecke gerade minus ein, ne? Da müssen wir noch was dran machen. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.